So, und dann geht's auch weiter. Wuhu! Das letzte Mal erfolgreich in diesem Gebiet hier gelandet. Aber das wird sich jetzt wahrscheinlich ändern. Ja, weil jetzt fängt das Gebiet erst an. Erfolgreich. So. Nö! Ist der hinter uns? Ja. Wie kommt der plötzlich hinter uns? Der ist an uns vorbeigegangen. Ich wusste ja nicht, dass du auf den wartest. Du kannst den von hinten ruhig angreifen. Ja, der hat so ein Holzschild da. Ich dachte, das tut ihm vielleicht nicht weh. Dark Souls ist zwar unfair, aber so unfair, dass ein Gegner nur an einem Punkt verwundbar ist, das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Ich traue dem Spiel zu. So. Jetzt müssen wir einmal gerade gegenüber. Ah, ich sehe schon diese Pfeile, von denen du eben gesprochen hast. Genau. Im Offscreen, falls ihr euch wundert, wovon wir reden. So, jetzt Achtung, weil hier kommen noch ein paar Gegner. Weicht den Gegnern einfach so gut wie es geht aus. Ja. Oh. Und dann komm hier hoch. Bin dabei. Aber wenn wir so kämpfen, haben wir keine Chance. Okay. Boah, das was da rumst, ist das der... Das sind die, ja. Vorsicht, die kommen hier auch. Okay, ja, da sitzt wohl irgendwo ein Typ, der mit diesen überdimensionalen Speeren um sich ballert. Genau. So, und hier darfst du einmal öffnen. Okay. Und hier wäre auch der erste Endboss, aber da gehen wir noch nicht hin. Warum? Weil wir noch viel zu viel Weg zum Erforschen haben und ich dir dann nicht helfen kann, wenn der Endboss gelegt ist. Okay. Hast mich überzeugt. Hier ist nämlich wirklich Unmengen viel zu erledigen. Das höre ich schon wieder nicht so gerne. Oh, da vorne ist schon wieder so ein fetter Zauberer. Ja, Vorsicht, da ist irgendwo noch ein Hund. War der hier? Ja. Ah, da war er. Da hockt er. War ja so klar, dass der mir jetzt gleich eine reinhaut. Apropos Hund, sollten wir vielleicht auch mal erwähnen. Seit den letzten Aufnahmesession bei uns hat sich auch was verändert, weil wir haben jetzt Zuwachs bekommen. Ein wenig. Nämlich einen kleinen Welpen, und wenn ihr dann also mal Gebell hört oder sowas im Hintergrund oder laute Geräusche, wisst ihr, woher es kommt. Ja. So. Das ist auf mich, also. Ja. Angriff. Och, ey, komm. Dabei. Ich will mich jetzt verarschen, vielleicht zwei von den Dingern. Au. Da. Sehr gut. Schau auf hinter dir. Kommt der plötzlich her? Oh, da kommt noch einer. Ja, da ist einer mit Hammer. Ach, und da vorne ist noch einer. So. Der ist tot und da kommt der nächste. Komm her. So, dann machen wir erstmal die Abkürzung auf. Das klingt doch gut, oder? Das klingt sehr gut, ja. Klingt nach einem guten Plan. Okay, einmal hier runter. Ja. Hätte ich auch springen können bei der Höhe. So, Achtung. Oh Mann, Ratten. Oh, ich krieg direkt wieder böse Erinnerungen an den zweiten Teil, ey. Noch mal den zweiten Teil? Was war denn da Schlimmes mit Ratten? Diese Rattenschar da. Ja, die kommt wahrscheinlich vermutlicherweise in jedem Dark Souls schon vor. Danke. Als ob du das nicht schon weißt. Ist das hier die Abkürzung? Nee. Da vorne kommt die Abkürzung. Da ist immer Nebel. Und da kommen Ratten. Oh, du Scheiße. Und da kommt ein dickes Rattenvieh. So, die kleinen Rattenviecher sind schon mal weg. Die große Ratte ist auch weg. Das ist gut. Ich habe einen Blutbissring bekommen. Ja. Yeah. Und dann kannst du hier einmal öffnen und dann ist die Abkürzung auch schon offen. Yay. Yay. Juhu. Okay. Es ist schon mal schön zu wissen, dass wir mit Verrecken nicht mehr den ganzen Weg da lang laufen. Ja, ne? Aber jetzt kommt ein leicht gefährlicher Weg. Es tut mir leid. Ich bin noch hier auf alles gefasst schon. Als ob du mich jetzt noch mit gefährlichen Wegen schocken könntest. Ja, guck dir das da vorne an.
Vorsicht bei diesen Gegnern, dass die haben keine große komische Senseartiges Ding in der Hand, sondern ein Kübel. Ein Kübel. Du kannst dir von vorstellen, was die mit dem Kübel machen, oder? Entweder mir was über den Kopf schütten oder mich darin reinstecken. Vielleicht tun sie auch, wenn du in die Nähe kommst von diesen Dingern, dir das Ding einfach hinterherwerfen. Ah. Und links ist noch ein kleiner Gegner. Lass mich vor. Komm, lass mich vor. Dann kriegen sie wenigstens das Ding schon mal weg. So, ich renn vor. Ja. Und dann? Wünsch mir Glück. Okay. So, dann renne ich hier mal einmal geradeaus. Soll ich jetzt hinterher? Was soll ich machen? Noch nicht. Die laufen, zwei Stück laufen hinterher, der dritte steht noch hinten. Scheiße, ich komme hier nicht durch. Scheiße. Ich komm hinterher, dann lass uns die fertig machen. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig, aber ich hoffe, dass wenigstens einer noch abdreht. Nee, es dreht natürlich keiner mehr ab. Da sitzt jemand. Ich weiß. Kann er uns nicht helfen? Nein. Nein! Der eine ist tot. Ach, hat es sich erwischt? Ja, ich bin da runtergefallen. Ah. Ich wusste nicht, dass es da runtergeht. Shit, der eine ist doch nicht tot. Der eine wollte mich auch gerade runterfallen. Ach, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache ein kurzes Stück. Hallo. Hallöchen. Nach meinem dummen Tod geht's jetzt hier weiter. Ja, und ich habe eine neue Rüstung. Schön. Und ja, wir haben Gott sei Dank eine Abkürzung, die wir nehmen können. Ja. Sag mal, das ist vielleicht eine doofe Frage, weil du mir bestimmt schon beantwortet hast. Ich habe es aber wieder vergessen, wie immer. Wenn man ein Phantom ist, wird dann auch die Lebensenergie ein bisschen verkürzt? Ein bisschen. Okay. Aber wirklich ein bisschen. Ja, aber die kommt mir jetzt, also meine kommt mir jetzt so lang vor nach den paar Parts, wo ich dir jetzt geholfen habe. Ja, also nur ein bisschen. So. Ja, wir können jetzt auch 5 Estus-Flakons mitnehmen, weil ich die Scherbe abgegeben habe beim Schmied. Genau. Und oh. Ja, wir kommen diesmal von der anderen Seite. Das ist der Nachteil. Die Karawane zieht weiter. Der Hund ist gleich tot. So. Okay, willst du das so machen wie eben? Ja, erstmal müssen wir die Gegner töten, die jetzt noch auf uns zugerollt kommen. Ja. Bäh. Oh, guck mal. Ja, ne? Stolz auf mich. So, ich renne dann schon mal durch und guck, dass die Nummer 1, Dinger weg sind. Nummer 2. So, dann renne ich hier auf das große Feld, weil da können wir besser ausweichen. Okay, aber ich soll jetzt hinterher gleich, oder? Ja, du könntest jetzt den kleinen Gegner erstmal töten und dann schnellstmöglichst hinterher. Okay, kleine Gegner ist tot. Siri, könntest du bitte weggehen? Du störst jetzt gerade. Siri ist übrigens der neue Hund. Ich weiß gar nicht, haben wir Siri den Part erwähnt oder bei dir? Ja, bei mir. Wir haben einen neuen Hund. Ja. Aber, gut, ich wollte gerade sagen, ich habe das schon mal in einem anderen Projekt schon erwähnt, aber wer weiß, was zuerst hochgeladen wird. Deswegen, falls ihr Geräusche hört, die nicht von uns stammen, war es der Hund. Naja, wer weiß, vielleicht stammen die Geräusche auch doch von uns. Man weiß es nicht. So, der eine ist tot. Der andere jetzt auch. Okay, super. Ich habe meine Punkte wieder. Yay, und jetzt mache ich was ganz Böses. Ja. Weil ich vermisse mich jetzt, ich habe keine Lust mehr auf dich. Nein, verlass mich nicht. Ja, ich muss jetzt nämlich leider alleine weitergehen für einen Gipfel. Ja, aber das ist ja ein Pupsweg. Ja, hast du gesagt. Ich glaube dir aber nicht so wirklich. Ja, du hast ja bei mir schon gesehen, was da abgeht. Ja. Demnach weißt du es ja schon. Aber ich habe bei einer Stelle ein bisschen Schiss. Ach, kannst du vorbeirennen. So, oh, guck mal, wer er ist. Der olle Zwiebelritter. Na, wie geht's dir denn so? Oh. Pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegwert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well,
If I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. Das ist so ein Part, der versucht immer mit allen erstmal vernünftig zu reden, bevor er ihn auf die Fresse gibt. Ja, ich mag ihn total. This lift only goes down. But you know, with a little warming up, eventually... No. No. I've got to use my head and think. Dann denkt man nach, wie lösen wir dessen das Rätsel um den Aufzug. Wir müssen nämlich nur einfach einmal runterfahren. Weil er meint, er fährt immer noch unten. Und da, hier lag nichts, oder? Nee, dann müssen wir später entlang. Okay. Dann fahren wir nämlich wieder auf. Beziehungsweise, ja doch, das mussten wir so machen, ne? Ja, genau. Weil jetzt ist nämlich der Zwiebelritter weg. Oh mein Gott, wo ist er hin? Und dann aktivieren wir das Ding einfach nochmal, dass es runterfährt. Zum Glück habe ich das alles schon bei dir gesehen. So, und siehe da, oh mein Gott, ein zweiter Fahrstuhl. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich würde darauf auch nicht kommen. Ich auch nicht. So, ja, verzeiht mir bitte den kleinen Schnitt, aber unser Akku war gerade leer vom Aufnahmegerät. Den musste ich kurz wechseln. Aber es geht direkt weiter, so. Warum sprichst du so komisch? Ach, warum? Weil ich verzeiht gesagt habe? Nein, allgemein. Warum? Du hast gerade komisch gesprochen. Du meinst? Hier steht auf jeden Fall ein großes, fieses Ding. Das ist nämlich das Ding, was die ganze Zeit diese Speere auf uns geworfen hat, da unten. Und mit dem reden wir mal. Who are you? Und wir schließen Frieden. I help anytime. Dankeschön. Das war's auch schon, ne? Schatz? Ja, das war's schon. Ja. Auf dem halben Weg abspringen. Jetzt wirft er... Was? Wo war das denn nochmal? Fahrstuhl. Ach so, Fahrstuhl auf dem halben Weg abspringen. Auf dem halben Weg ist so ein Brett. Auf das Brett musst du drauf. Ja, jetzt wirft er auf jeden Fall seine komischen Speere nicht mehr auf uns, sondern nur noch auf die Gegner. Welche Richtung denn? Geradeaus. Da war das Brett. Jetzt bist du tot. Scheiße. Jetzt musst du den Weg nochmal allein. Aber du kannst einfach durchrennen. Mann. Die folgen dir nur bis zum Fahrstuhl. Weiter gehen die Fuzzis nicht. Stell dich ganz nach vorne hin. Jetzt. Vergiss dich nicht voll zu heilen, bevor du zu dem Vieh gehst. Immer schön Schild in die Höhe. Lass lieber ihn mehr Arbeit machen wie du. So, ich muss jetzt ungefähr 3 oder 4 Parts rausschneiden, weil ich jedes Mal verreckt bin bei diesem Scheißsprung auf diesem beschissenen Aufzug. Und dann bin ich auf dem Weg dahin ein paar Mal verreckt. Ihr kennt das ja. Hier ist auf jeden Fall der scheiß Zwiebelritter. Und der redet jetzt. Oh, don't disappear like that. You had me downright worried. But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of this inscrutable lift. On some days, I begin to doubt myself. I went up the tower, so I thought, then somehow ended up here. I'm not exactly sure what happened. Anyhow, do you see that? That humongous beast? I'm no coward and I've a steady hand, but that thing makes my skin crawl.
Now, now. Think twice before you go down that road. I could try talking some sense into him. No, I think not. He's far too overheated. I've got to use my head and think. Ja, denk mal weiter. Ich springe runter und greife das Vieh an. Aber denk dran, er braucht lange bisher. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, als ich das bei ihr gesehen habe, dachte ich auch schon, was? Sich verarschen? Für mich ging das Vieh alleine kämpfen. Im Prinzip ist das auch so. Aber ich sag ja auch nur im Prinzip. Denn da kommt unser treuer Freund. Oh, geht schon wieder los. Versuch hier mal hinter dich zu halten. Und schlag lieber nur einmal, als dass du keine Ausdauer mehr hast. Bin ich hier? Oh Mann, ey. Heilig. Das ist wieder ein Mist, ey. Guck mal, wo der jetzt steht. Ich kann nicht mehr hinter dir. Dann fäll ich da runter. Ja, dann warte, bis er ein Stückchen vorkommt. Kann der eigentlich sterben, der Zwiebelritter? Ich habe keine Ahnung. Wenn, dann findest du mal wahrscheinlich bei mir raus. Aber wie gesagt, ich schlag lieber einmal und warte, bis deine Ausdauer voll ist, wie dass du plötzlich da stehst ohne. Ja. Lieber dauert der Kampf ein bisschen länger. Aber dafür ist er sicher. Naja, es kann immer noch was Unvorhergesehenes passieren. Erinnert er dich nicht auch ein bisschen an den Balrog? Tut mir leid, die erinnern mich an gar nichts mehr, außer an Dark Souls, weil das sind so die Standard-Endbosse in Dark Souls. Den darf schon im ersten. Das ist nicht mal ein Endboss, oder? Das ist ein Zwischenboss. Der hat ja auch eine Leiste, den Endboss, mehr oder weniger. Nur, dass es nicht unten steht. So, der ist tot. Wir haben einen feurigen Edelstein, juhu. Und unser Kumpel ist erschöpft. That was quite a performance. But you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. But for the moment, we've a toast to make. To your valor, my sword, and our victory together. Long may the sun shine! Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing to do, really, after a nice toast. Noch zwei Gießen gegeben. Genau. Mittlerweile. So. Und der einzige Grund, warum wir jetzt den ganzen Weg laufen, sind eigentlich nur Items, weil es gibt hier kein Leuchtfeuer. Ja. Aber Items sind wichtig. Und da oben ist ein Item, das für dich sehr wichtig ist. Ja. Willst du die Geschichte auch nochmal erzählen von den Dingern, die hier hängen? Da ist ein Item dabei, das ist gut. Ich weiß nicht mehr genau welches, das ich glaube, es war eine bleiche Zunge. Was kannst du mit dieser bleichen Zunge machen? Ah, die ist für ein Eid. Gehen Sie nochmal lang hier? Genau. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Ach ja, und der Raum, der aussieht wie eine Falle, aber keine ist. Ja.
Du hast es erfasst. Wobei ich mir jetzt auch zugetraut hätte, dass die bei mir jetzt runterfallen und mich alle angreifen. Sind auch alle tot. Aber hier hängt eins, genau. Komm schon. Warum kommt das nicht runter? Weil du in die Ecke gehen sollst, weil da noch eins hängt. Dann kommen sie beide. Dann den werde ich fertig. So, Köderschädel. Schön, hier lag nichts. Okay, okay. Jetzt weiter. Ist hier noch irgendwas, was auf mich wartet? Ja, ich höre auch Hunger. Blöd ist, dass sie von meinem Schwert immer so zurückgedonnert werden. Ja, aber versuch mal den Schwert in zwei Händen zu nehmen und einen schweren Schlag oder so. Muss ich das jetzt versuchen? Nee, du kannst es versuchen, musst es nicht. Aber ich glaube, wenn du das Schwert in zwei Hände nimmst, ist der instant tot. Ja, kann sein. Aber wenn ich nicht aufpasse, bin ich dann auch fast instant tot.